Mein 22. Versuch, dieses Video fertig zu bekommen. Und ich werde so lange versuchen, bis ich das Video fertig bekomme. Mit genau so einem Mindset lebe ich. Ich habe dieses Mindset aus meiner Fußballzeit von früher. Und aus unserer Familie sind schon viele Fußballer. Und dieses Mindset wird irgendwie weitergegeben, habe ich das Gefühl. Und zwar rede ich über das Mindset, dass ich so lange schieße, bis ich treffe. Ich schieße so lange, bis ich treffe. Ich hätte nach dem ersten Take aufhören können und sagen können, ja, Bruder, Intro scheiße, läuft nicht gut, ich hab nicht gefrühstückt. Ich versuche einmal morgen, Digga. Nein. I am José Mourinho, mein Freund. I am José Mourinho. Weißt du, ich mach das Ding. Ich mach das Ding. Ich werde so lange das Video drehen, bis ich fertig werde. Und das Ding ist, jeder, der so ein Mindset hat, wird aus meiner Sicht erfolgreicher als jeder, der dieses Mindset nicht hat. Ich möchte dir anhand ein paar Metaphern und ein paar Szenarien mal erklären, wie stark eigentlich dieser Glaubenssatz überhaupt ist. Und ich werde es anhand vom Fußball erklären. Und für die Leute, die sich nicht mit Fußball auskennen, ich werde mein Bestes geben, es einfach zu erklären. Ich glaube nicht, dass es so schwer ist. Also, oder jeder von uns hat Minimum so ein EM-Spiel oder WM-Spiel von Deutschland geguckt. Und ich werde jetzt nicht schlimmere Begriffe benutzen als der Kommentator-mäßig. Okay, erstes Szenario. Du bist Neymar. Du dribbelst vor dem Tor. Du wartest auf den perfekten Moment. Du wartest. Bruder, du wartest. Du guckst. Oh, diese Lücke. Oh. Auf einmal merkst du, die Zeit ist zu Ende. 90 Minuten, Abpfiff. Hä? Bruder, was habe ich gemacht? Du hattest 20.000 Torchancen. Und du hast trotzdem nicht einen Schuss geschossen, weil du auf den perfekten Moment gewartet hast. Genauso ist es bei uns im Leben. Ich wollte schon immer mit YouTube anfangen. Ich will nicht lügen, Digga, mit 16 oder so. Jetzt bin ich 19. Ich habe mit 17 drei Viertel angefangen. Ich hätte schon vorher anfangen können. Und es gibt Leute, ich kann mir das auch fett vorstellen, dass es Leute gibt, die auch mit YouTube anfangen wollten oder irgendetwas anderes machen wollten und bis jetzt es immer noch nicht gemacht haben. Ich meine, Bruder, ich sag dir so, wie es ist und es hört sich so easy an, aber du hast nicht für immer Zeit. Deine Spielzeit ist begrenzt. Du hast nur diese 90 Minuten. Du hast nur diese 75, 80 Jahre, ich weiß nicht, wie lange du lebst, Zeit. Das heißt, verschwende deine Zeit nicht damit, vor dem Tor einen auf Neymar zu machen und fang an zu schießen, Digga. Ich meine das komplett ernst. Fang an zu schießen. Weil am Ende wird sich sowieso niemand daran erinnern, was du verschossen hast, außer an deine Tore. Weil ich sag dir so, wie es ist. Ronaldo und Messi haben so viele Tore geschossen. Erstens, man erinnert sich nicht mal an alle Tore. Und Bruder, kein Mensch erinnert sich an die verschossenen Tore. Auch im persönlichen Leben. Digga, ein Video ist von mir vielleicht scheiße, aber man merkt sich meistens nur die krassen Videos von mir. Das ist einfach wirklich so. Kommen wir zum zweiten Szenario. Du willst ein Tor schießen, ey, aber du hast Schiss, dass ich das Tor nicht treffe. Oder, ey, was wird der Trainer sagen? Ey, ich werde so fett Ärger bekommen, wenn ich das Ding jetzt nicht reinmache. Oder weißt du was, ich schieße einfach gar nicht. Dann kann er gar nichts sagen, weißt du? Boah, was ein Brain. Oder, ey, scheiße, ich werd den Schuss von hier nicht schießen. Nicht, dass die Zuschauer mich auslachen oder so. Oder bist du Fußballer geworden, weil es dich juckt, was Zuschauer über dich sagen? Jetzt metaphorisch gesehen. Ich mache ja nicht das, was ich mache, nur damit irgendwelche Zuschauer kommen. Also auch, ja okay, ich habe auch Zuschauer, damit die kommen und sagen, ey, das, was du machst, ist scheiße. Bruder, ist mir egal, was du sagst. Bruder, ich mache, was ich will, mäßig. Ich schieße auch so lange, bis ich treffe. Guck mal, das Ding ist, mit meinem Mindset, ich werde niemals mit YouTube aufhören, weil ich weiß, dass irgendwann mal, je öfter ich Videos rausbringe, der Algorithmus mich pushen wird. Und irgendwann mal, früher oder später, werde ich, ich mag das Wort Fame nicht, aber ich sag mal so, werde ich die Zuschauer bekommen, die ich wirklich haben möchte. Also die Leute, die meine Videos gucken, weil sie meine Videos gucken möchten. So ein Mindset musst du haben. Ich meine, das behindert ernst. Und das Ding ist, jeder, der so ein Mindset hat, wird 100% erfolgreicher. Du wirst niemals dein Feuer löschen. Du wirst Benzin dazugeben. Nachdem du irgendetwas gemacht hast, wirst du noch motivierter sein, weiterzumachen. Weil du denkst, oh, ich habe gerade nicht geschossen, aber ich bin mir gerade nicht getroffen, aber ich bin mir sicher, ich werde beim nächsten Schuss treffen. Und so weiter und so fort, und so weiter und so fort. Du gibst dem Feuer immer mehr Benzin. Drittes Szenario. Du bist vorne am Tor. 1-1 Torwart. Digga, du kannst easy einen Lupfer machen. Tor. Mach's nicht. Du gibst lieber einem anderen den Ball. Warum? Weil du denkst, dass er das Tor für dich macht. Aber Bruder, wie gesagt, du bist der Einzige vorne. Und es ist dein Fehler, wenn du das Tor nicht machst. Das Problem ist jetzt, und das ist jetzt metaphorisch gesehen wieder, ja? Du passt der anderen Person nur, weil du ihre Hilfe brauchst. Und genau so ticken die meisten Menschen und ich habe auch früher so getickt.
Zum Beispiel, wenn ich YouTube-Videos mache und so, frage ich meine Freunde, ey, was soll ich machen und so weiter und so fort. Obwohl ich eigentlich schon ein ganzes Skript, ein Thumbnail, Description, ich habe Titel, so alles schon im Kopf und mich juckt eigentlich ihre Meinung mäßig nicht. Aber ich will ein bisschen auf Zeit spielen. Guck mal, die meisten Leute suchen Hilfe bei Sachen, wo die eigentlich gar keine Hilfe brauchen. Aber weil sie Schiss haben, wirklich alleine das Tor zu machen, klemmen sie sich an irgendwelche Personen und denken, dass sie für sie das Tor machen. Ja, Bruder, am besten Fall habe ich eine Vorlage. Nein, 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 Bruder, du wolltest das Tor machen, dann schießt du das Tor. Was Vorlage, Vorlage? Du bist doch nicht gekommen, nur um Vorlagen zu machen. Du bist Stürmer. Das ist dein Job, Bruder. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Mathe sehr mag. Und man kann diesen Glaubenssatz sogar mathematisch irgendwie umschreiben. Und zwar war der Glaubenssatz erstmal, schieß so lange, bis du triffst. Und jetzt kommt der zweite Glaubenssatz, je öfter du schießt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst. Und das hört sich einfach für mich entspannend an. Das Ding ist, das wird alles natürlich Zeit brauchen. Dieses Mindset, immer zu schießen, obwohl du nicht triffst, obwohl Leute reden, obwohl dein Trainer keinen Bock mehr auf dich hat und dich bald auf die Bank setzt, obwohl du denkst, Hilfe zu brauchen. Aber das alles brauchst du nicht. Du brauchst dich selbst, du fokussierst dich auf das, was du machen möchtest, und zwar möchtest du ein Tor machen. Und jetzt guckst du, wie mache ich ein Tor? Dribbelst an die Abwehr vorbei und Zeit zu Ende und hast das Spiel am Ende gewonnen. Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.